So, Freunde, und da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Zero Ninja Horizon. Und jetzt mal wieder weiter und so. Yo, Sugar. So. Schimmel. Sound. Die Wall 36. Nice. Na, Sound und kein Schaden. Sau duckt sich. Sehr schön. Holztür. Ah, die beiden dauerhaft vergiftet. Ja. So. Die können nicht durchs Gift sterben, aber. Ja. Warum hat er hier schon so einen Schaden? Der Zaun hat so eine hohe Angriffskraft. Deshalb bin ich mir halt nicht so sicher, ob es so gut ist, die Flugbilder erst jetzt zu beschwören. Problem, ich kann nicht mal mit Melonen gegenheilen. Naja, dann. Ne, jetzt würde ich ein Flugbild, oder? Da haben es halt zu spekulieren. Alter! Er hält seine eigene Abwehr. Ja, ich muss mich jetzt heilen. Ja, benutze Melone und muss den Flugbild noch benutzen. Alter Falter. Boah, macht 60 Kiste, macht so einen Schaden auf das Trumpfbild. So, Kreuzschlitz. Immer hat er jetzt viel Schaden genommen. Zaun versagt. Ich würde, glaube ich, sogar fast nur normal angreifen, weil Kreuzschlitz ist nicht so viel stärker als der normale Angriff, oder? Obwohl, du hast natürlich jetzt, der hat die Abwehrstufe auf der Höhe, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Richtig. Oh, was? Alter. Das geht auf keine Kuhhaut. Warte. Oh ja, es geht schön alles an die großen Heiltränke. Wir fahren jetzt, mein Trupp wird überlebt. Nein, wenigstens hat die... Alter, selbst die Kiste macht 40 Schaden. Ich weiß. Kiste macht mehr Schaden als Dingens dann, ne? Ja, das kann sein. Benutzt zwei Melonen, das Trupel hat voll AP. Ja, der wird ihn locker one-hitten. Ist doch scheißegal. Das zweite Trugbild. Benutzt einen Muntermacher, schon mal, damit du gleich genug MP hast. Genau. Oh. Hoffentlich klappt das. Oh, das kann man sterben. Alter, der Schaden ist einfach nur. Wow, war das knapp. Kreuzschlitz! Oh, wie funktioniert das einfach? Ja! Autsch. So. Melone. Es funktioniert. Autsch. Oh. Die Tür kannst auch so angreifen, die hat ja nur 200 noch was HP, aber... Ich mach 13 Schaden. Ja, oh, aber die Tür hat... also ich meine, die hat jetzt jede Runde schon 5% Schaden genommen. Wie lange? Das sind doch bestimmt schon 15 Runden gewesen. Also die müsste gleich einfach so zusammenklappen. Deshalb würde ich die jetzt gar nicht mehr so groß benutzen zum Heilen. Zum Heilen würde ich nur so angreifen. Holztür. Der gibt mir dann noch eine Melone. Alter, das hat ein Pfeil. Yes! Und den muss ich jetzt irgendwie genug Schaden zufügen. Ja, das, ich meine, irgendwann hat er keine MP mehr. Aber kann sein, dass er 10 oder 20 Mal Heiltränke benutzen kann. Aber dann kann er halt nichts mehr machen. Dann kann er nur noch angreifen und ja. Greif einfach normal an und fertig. Warte. Ich mache einfach mein zweites schon mal. Ja, mach. Der gibt mir sogar eine Melone. Er greift die ganze Zeit gerade nur an, ne? Ja, der benutzt es nicht immer. Er benutzt es ab 99%. Ah. Und das macht er halt auf alle. Deshalb ist es halt sinnlos, die Kiste zuerst anzugreifen. Okay. Und ich weiß nicht, entweder kann es 10 oder 20 Mal einsetzen. Ich glaube, von 10. Auf jeden Fall kann ich schon mal ihn kein Defizit verschaffen mit meinen Angriffen. Er weicht aus. Sau, das ist peinlich. Eine das Kiste dauert ist aber jetzt nur noch. Du hast genug Melonen und so. Soll ich Melone verwenden? Eines zur Sicherheit. So, schützen. Alter! Nervig, dumm. Ich guck mal kurz nach, wie er so hat. 30 und es kostet. Okay, er kann es 15 Mal einsetzen. Okay. Hat er gerade einen Massenangriff eingesetzt? Also, ich sehe mit genug. Siehst du, meine Strategie hat funktioniert. Toll, ne? Mhm.
gäbe mich teilweise noch Angst, ist doof. Alte Melone. Zum Glück habe ich so viel Melonen geholt. Oh Leute, ey. Das, mein armes Geld. Das war's, das Geld wahrscheinlich nicht mal wert. Ich krieg Erfahrung, ne? Oder krieg ich dann noch etwas Tolles? Und Sachen zum Verkaufen. Ja, Erfahrung halt. Und nö. Nichts? Keine Ahnung, wie Holzschwert auf Doom oder so? Nö. Oh, ist ja dumm. Kriegst Brennholz, seid ihr mal glücklich. Ja, toll, 3 Stück, die kann ich für 250 verkaufen. Das hat sich dann irgendwie ferngelohnt. Für das bisschen Erfahrung. Kann ich jetzt eigentlich noch zurück in die Stadt? Ja. Dann muss ich ja dort gleich einkaufen gehen. Jo, Sahne nimmt keinen Schaden, sehr schön. Naja, das dauert jetzt nur noch ewig, aber ja. Etwa, ja. Okay. Der Volltreffer hat sich gesagt, Brennohr 900, nice. Und Umschlag, okay, doch nicht. Hilfe, Familie Neu! Warte nur, wir werden zurückkehren. Und dann kommst du nicht so leicht davon. Unter unhölzernes Wesen. Ja. Dann will ich mal weiter. Oh Gott, ey. Du bist auch weiter und weiter und weiter und was zur Hölle, warum tue ich mir die Spiel an? Weiter. Kann schließlich an einer Höhle an. Aber ich kann immer noch zurück zur Stadt, ne? Ja. Jetzt gibt es wahrscheinlich neue Charaktere für den Garten, ne? Ich glaube, die Kiste und der Zaun sind jetzt auch da. Die Kiste und die Tür sind jetzt auch da. Endlich habe ich eine Höhle gefunden. Soll ich mal reingehen? Nein, oder? Ich würde erst nochmal einkaufen. Ja, richtig. Und so ist das sauber zurück nach Inland zu gehen. So laut. Und gerade nach 2 Monaten in Inland. Was willst du mich verarschen? endlich wieder in Inland. Na, du mich vermisst. Schön wie hier keiner. Okay, gut, eigentlich gibt es noch ein Lebewesen hier. Eben den alten Opi und so. Die Händler und den alten Mann. Der alte Mann ist der einzige NPC von den Händlern, abgesehen, du nicht töten kannst. Nein! Ah! Da muss wohl auf die kleinen Heiltränke zurückgreifen. Nö, ich habe ja noch Melonen. Ja. Aber ist ja doof. Soll ich mich Schuriken holen? Kannst noch ein paar kaufen, wenn du willst. Es wird, die nächsten Gegner werden dich wahrscheinlich auch wahnsinnig machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, freue ich mich ja. Oh, mein schönes Geld, alles im Arsch. Ist das Brennholz mein Geld verkauft? Ah. Ja, und ich kann es nicht immer nachträglich verwenden. Ich habe jetzt rund Umschlag, glaubst du, kann jetzt die Wölfe töten? Nee, oder? Ich würde erst noch ein bisschen darum rennen, wo du jetzt gleich hingehst. Du kannst übrigens ab jetzt jedes Objekt anklicken in der Höhle. Jeden Stein. Oh. Geil. Was? Das soll's sein. Ja. Schön, ne? Sie haben sonst keinen Nutzen, oder? Nö. Jedenfalls nicht in dieser Version und ich glaube nicht, dass das irgendwann nochmal Nutzen bekommen wird. Ich fühle mich verarscht. Warum das wohl liegt? Oh Lord, ey. Als ob dieses Spiel dich verarschen würde. Das dauert zurück zur Höhle zu den Solar und dann kam 3 Tage in der. Willst du mich verarschen? Endlich wieder bei dieser Höhle. So, und Rinder. Rinder! Nein. So. Ich hab's geschafft, ich bin der Coolste. Den hat's erwischt. Diese Statue macht mir Angst. Sie ist so hässlich. Die linke Seite eines großen Steinbrockens. Und die rechte Seite. Willst du mich verarschen? Diese wunderbarste ist eine solchen Prachtform. Also, dass ich es die ganze Zeit anschauen könnte. Ich würde schien von der Decke gefallen zu sein. Oh, jetzt hab ich ja so viel lesen wie in den Turm damals, ey. Fehler! Nein, da kannst du einfach nicht durch. Nein, da guck doch mal, der schwarze Streifen. Ich weiß, ja, egal. Ignorier. Fehler! 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 Du bist ein Fehler! Die Steine sind unsagbar selten, denn sie sind bläulich-violett oder so. Das ist unglaublich, das ist ein Stein! Ach ja, Todesfallen gibt's hier übrigens auch. Wollte ich mich schon mal drauf vorbereiten. Ich speichere ein bisschen nach jeder Ebene. Oh weh, oh weh. Es tut so weh. Ich trat mit dem Bein vor diesen Stein. Oh, so ein Dichter. Er hat eine bläulich-violette Färbung. Ist schwer und hart. Was mag es nur sein? Steinus corpulentus. Das könnte meine Lehrerin sein.
Silberfuss, leider ist es fest im Boden. Ein kleiner, feiner, wunderbarer, grauer, rundlicher, harter, schwerer Stein. Das Graue kehrt zurück. Der Stein. Kleine Käse und ein Stein. Ein großer, spitzer, wie heißen die Dinger nochmal? Ein großer, spitzes Ding. Es sind Stalaktiten, ne? Mieten oder Tiden? Ich kann das selber nie auseinander. Ja, ich glaube, Tiden sind das. Verschüttet. Ich irgendwo habe mal nachgeguckt und habe die dann noch so benannt, aber... Was, ein Schwein? Blutschutt. Heißt zufälligerweise Ganon? Fassbar, dass ich in einer Höhle einen Stein finde. Noch eins von diesen Dingern. Ich habe keine Lust, einen Kommentar abzugeben. Es könnte ein Leben sein, aber es ist ein Stein. Dann töten wir ihn mal. Danach soll ich übrigens speichern. Was du machst in unserem Gebiet, Mensch. Wie kann ich hier... Kann doch egal sein. Ich mach dich zu fertig, Schnitzel. Die sind übrigens ziemlich stark, aber es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Kämpfe, die du machen musst. Wie, das heißt, der Rest als Option haben, bringt mir gar nichts. Nee, du hast eine andere Möglichkeit, um ihn zu killen. Also die sind wirklich ziemlich stark. Du auch schon am Schaden wahrscheinlich gleich merkst. Ich merk schon. Wow, ich mach so einen Schaden. Greif normal an. Das macht so viel weniger Schaden. Na gar nichts, macht sogar mehr. Willst du mich verarschen? Warum? Okay, die Angriffe nicht so stark. Die Angriffe haben halt einen Grundschaden und die skalieren. Sie skalieren mit der Angriffskraft, aber nicht viel. Oh. Sehr gut. Mein Tupel ist sehr tapfer und weise und so. Wie viel Leben hat das fette Vieh? 300 noch was. Und ah, und das hat natürlich auch dumm angefangen, warum auch nicht? Nee, hat's aber nicht. Doch, das soll schwer gewesen sein. Speichern wir mal noch. Nur so zu. Ah! Halt, glaube ich, prozentual, ich weiß aber nicht wie viel. Ist ja nicht sehr viel übrig geblieben. Ja, ich bin jetzt erst in Innomatic. Denn ich habe ja dezent Geld, sollte reichen. Ja. So für 50 Heilungen. YMCA. Say it. YMCA. Yeah. So, speichern. Wenn ich die jetzt mitnehmen würde, was würde dann passieren? Muss ich jetzt hier längs oder da oben längs? Wo links? Du musst, nee, hier geht's nur zu der Truhe. Also ergo ist das hier optional. Geh mal nach rechts. Ich würde jetzt aber hier hin. Dann... Speicher lieber danach nochmal. Hä? Also wenn ich jetzt die Truhe mache, wird schwerer oder was? Hä? Nö. Ein großer Stein, diesmal voll Dreck. Ein großer Stein, wer hätte sowas nur erwartet? Mit sowas könnte man gut jemandem wehtun. Okay. Ist das Teil hohl? Oder ist es hier vielleicht hohl? Darauf würde ich zu gerne mal jemanden aufspießen. Ein längliches Ding. Die andere Seite eines länglichen Dingens. Was tue ich mir hier an, ey? Ein braunes Monster! Ach nee, ein Stein. Sind die eigentlich was wert? Bin ja... Hey, du da vor dem Bildschirm, sammle mal alle Steine, die du jemals gesehen hast, und versuch die zu verkaufen. Nein. 200 Gold. Was macht hier eine Truhe? Das war ja Speicher nochmal, ne? Ja, mach mal. Aber auf dem anderen Safe. Ja, mach ruhig. Und dann geh schon. Mal nach rechts. Wahrscheinlich ist jetzt der Kampf irgendwie ziemlich mal schwerer geworden, weil ich denen irgendwie ihr Taschengeld gemobst habe oder so. Du wirst nach rechts gehen, hab ich gesagt. Weißt du, ein Kommentar. Was? Achso, hab nicht zugehört, tut mir leid. Nach rechts. Auf dieser Map. Von der Treppe aus nach rechts. Ja, bin ich doch! Nein, bist du nicht. Doch, das hieß rechts. Nein, du bist nicht von der Treppe aus nach rechts gegangen. Siehst du? Wie dumm das gerade kam. Oh, Leute, ey. Es gibt übrigens mehr solcher Fallen. Geil. Super. Wunderschön. Gut, dann werden wir hier erstmal kurz den Part und sind gleich wieder da, ne? Bis gleich. Bis gleich dann. Tschö. Yay. Matsche.